Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, warum dein Falsetto slash deine Kopfstimme manchmal abbricht, warum es nicht funktioniert, und heute klären wir genau diese Frage. Also häufig ist es so, dass meine Studenten, meine Schüler in ihrer Kopfstimme durchsingen wollen und ihnen dort dann die Kopfstimme abbricht, die Stimmbänder sich nicht schließen, dort kommt also kein richtiger Sound rüber. Es klingt dann ungefähr so. Ich mach's mal einmal vor. Und dann kommt da eigentlich nur noch Luft und. Also im Grunde genommen, wenn sie halt diesen einen Ton anvisieren wollen, kommt einfach kein Ton rüber, sondern es kommt eigentlich nur noch Luft dazwischen. Und da möchte ich dir jetzt mal sagen, warum. Und zwar Nummer 1 kann es daran liegen, erstens, dass du zu viel Luft hast. Du benutzt einfach zu viel Luft. Also wir nennen das im Englischen Excess Air. Da ist einfach zu viel Luft dazwischen. Das sage ich ganz oft und fast in jedem meiner Videos. Um einen richtig guten Sound zu produzieren, müssen die Stimmbänder Kontakt miteinander haben. Je mehr Kontakt sie miteinander haben, je länger sie schließen, je länger sich die Stimmbänder schließen, umso besser ist der Sound. Umso besser wird auch der Sound, während du singst. Das heißt, wer luftig singt, der hat ganz viel Luft zwischen den Stimmbändern und erst dann schließen sich so ein bisschen die Stimmbänder. Aber die schließen sich eben nicht 100%. Und wenn sie sich nicht schließen, kann kein Sound entstehen. Wir wollen aber mal ganz kurz darauf hinweisen, dass, wie produzieren wir eigentlich Töne, also Luft. Luft kommt durch die Trachea. Wie heißt denn das im Deutschen? Also Luft kommt einmal durch und Luft geht durch die Stimmbänder, und die Stimmbänder schließen und dadurch entsteht eigentlich der Sound. Also jetzt mal wirklich ganz extrem einfach erklärt. Ich möchte auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass man natürlich zu einem Problem immer sehr ausschweifend und sehr viel sagen kann. Das ist bei ganz häufig so bei Gesang. Also bei Gesang gibt es nicht eine richtige Antwort, wie jetzt bei Mathe oder so, wo man sagt, 1 plus 1 ist 2. Und beim Gesang ist das nicht so. Beim Gesang ist 1 plus 1, es können viele Varianten sein. So, Nummer 1 ist also, da ist zu viel Luft dazwischen. Ich zeige dir mal, wie es dann eben halt nicht aussehen sollte. Das soll also nicht sein. Und dann drücken die Leute also hier, um da so einen Ton rauszupressen. Das heißt, ein bisschen mehr Compression haben, ein bisschen mehr Druck auf den Stimmbändern ausüben, damit eben nicht Luft durchgeht. Das klingt dann so. Also das heißt, ich bin also nicht im Falsetto, ich bin nicht... Okay, doch, ich bin im Falsetto gerade. Also bei mir hat es im Falsetto luftig trotzdem noch geklappt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es soll halt eben nicht abbrechen zwischendurch. Jetzt, genau. Also. Falsetto, Kopfstimme hatte ich ja mal in eins meiner Videos erklärt. Schaut doch auch nochmal rein, was da jetzt der Unterschied ist. Auf jeden Fall versucht, also Nummer 1, weniger Luft. Mehr Stimmansatz, besseren Stimmansatz mit ein bisschen mehr Druck ausüben. Im Englischen sagen wir Compression dazu. Nummer 2, und zwar, und das ist jetzt einmal mal ganz biologisch, das sind deine zwei Stimmbänder. Jetzt deine zwei Stimmbänder. Und wenn ich jetzt einmal Luft dazwischen blase, dann wird sich das Blatt auch erstmal noch nicht richtig schließen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, ich blase Luft dazwischen und nicht immer liegt das Papier hundertprozentig aufeinander. Erst wenn das Papier hundertprozentig aufeinander liegt, dann entsteht auch ein klarer Ton. Und so ähnlich verläuft es sich mit der Stimme auch. Das heißt, manchmal brauchst du für eine Übung oder gerade eben für deine Kopfstimme 3, 4 oder 5 Anläufe, bis
du das geschnallt hast, bis deine Stimme das geschnallt hast und bis du diese Übung richtig machen kannst. Das heißt, ganz häufig ist es auch eine Koordinationsgeschichte, aber die Stimmbänder wollen sich auch manchmal nicht immer automatisch schließen. Das dauert eben. Du darfst eben nicht vergessen, dein Stimmorgan ist etwas, was du eigentlich nicht richtig fühlst. Du kannst ja deine Stimmbänder nicht fühlen. Es ist nicht wie ein Muskel hier oder weiß ich nicht. Es ist sensorisch gesehen etwas, was wir nicht richtig greifen können, weil die Stimmbänder sind extrem klein und es ist nicht wirklich so ein Muskel, den wir jetzt die ganze Zeit kontrollieren können. Also wir müssen uns sehr stark sensibilisieren, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und Nummer zwei, häufig auch dazu, gerade jetzt bei so einer Skalenübung wie I, ist nämlich, dass die Leute den Mund nicht richtig aufmachen und der Ton so ein bisschen hinten stecken bleibt und es anfängt hier zu drücken. Das sieht dann ungefähr so aus. Die Übung ist ja nicht auf I, es ist ja nicht ein I. Wow, und es tut mir schon gerade weh, wenn ich es nur nachmache. Das sehe ich halt leider auch ganz häufig. Es sieht wirklich so aus. Und guck mal, wie ich beim höchsten Ton den Mund aufmache. Das heißt, Kinnlade fallen lassen. Du musst Platz im Mund machen und die Zunge hebt sich. Die Zunge hebt sich so ein bisschen an. Das heißt, wir formen hier kein richtiges I, was sehr nasal sein kann, das E als solches. Wir formen ein I. Es ist wie so ein IE eigentlich. Das heißt, wenn ich höher bin, bin ich gar nicht mehr beim I und drücke es auch nicht durch. Das ist der falsche Vokal in der Tonhöhe. Das heißt, ich öffne es zu einem E. Schaut mal ganz genau hin. Das heißt, ich gehe langsam von einem I und wieder zurück. Und das nennen wir Vowel Modification, das heißt Vokalmodifizierung. Und das ist etwas, was eben auch, halt auch häufig passiert. Eigentlich die ganze Zeit. Ja, wenn ihr Gesangspakete haben wollt, Töne treffen, Basispaket, wie man richtig mit Kraft und Power singt, dann schaut doch jetzt mal auf meiner Homepage vorbei. Für 14,99 € könnt ihr dieses Paket jetzt runterladen und dort verschiedene Gesangsübungen kennenlernen. Und dazu gibt es natürlich auch ein Intro, also eine richtige Einleitung. Da wird immer alles schön erklärt von mir. Ihr kennt mich ja bereits. Und ja, 14,99 € ist wirklich ein Schnäppchen. Also das ist, glaube ich, irgendwie ein Mascara. Zwei Mascaras bei Catrice wahrscheinlich. Also oder auch eben, weiß ich nicht, 5 Deodorants oder so. Ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen auf ein Abonnement. Daumen hoch, Abonnement. So, Daumen hoch, Abonnement. Natürlich auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst und wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos schaut. Und warum kreischen diese Kinder jetzt gerade draußen so laut? Bitte, nein, nein. Das gibt's doch nicht.